Jawohl, willkommen zurück. Wir gehen die Treppe rauf. Murder Soul Suspect. Und bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen, ne? Nee. Hier waren wir, glaube ich, noch nie. Also, wenn ich ein Geist sein möchte, möchte ich gerne ein Poltergeist sein. Oh, Fernseher einschalten, alles. Das möchte ich gerne machen können. Wie kann einer sowas tun? Leichen. Überall. Ja, sich gegen wehrlose Mädchen vergreifen, ne? Das einer. Tag eines Monsters. Okay, sagen wir mal das Gleiche. Ist natürlich ganz einfach. Na? Oh nein. Was denn hier passiert? Scheiße. Kann ich hier die Spur des Mörders finden? Iris? Ängstlich? Festhalten, braucht Hilfe? Angie entfallend. Iris flüchtet. Iris ist durch die Gruppe von Leuten gewankt, offensichtlich auf der Flucht von dem Mörder. Verdreht. Verrenktes Opfer. Sie hatten keine Chance. Keine Chance. Geschlagenes Opfer. Der Mörder hat diese Leute skrupellos angegriffen. Alter Schwede. Der geht da voll über Leichen. Zerbrochenes Glas. Mehr zerbrochenes Glas. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Wie kann einer sowas tun? Die sagen immer das Gleiche, ist unglaublich. So, ich muss noch ein paar weitere Informationen einsammeln. Dagegen geworfen. Zerbrochenes Fenster. Das Fenster muss zerbrochen sein, als der Mörder Leute dagegen geworfen hat. Und anschließend ist er rausgesprungen. Fluchtweg. Fußabdruck auf der Fensterbank. Diesen Weg müssen wohl Iris als auch der Mörder zum Hinterhof genommen haben. Überwältigt. Geworfenes Opfer. Warum all diese Leute ermorden? Sie standen ihm anscheinend nur im Weg. Das wird es gewesen sein. Oh, so ein leckeres Buffet. Lecker. Ein Hinweis fehlt uns noch, aber ich glaube, das würde reichen, um sie zu beeinflussen. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. So, Massaker. Die Zeugin sagt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötete jene, die ihm in die Quere kamen. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, ist sie okay? Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Mach los! Lass mich los! Er ist hier! Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Hey, hey, hey. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn. Oh. Nein. Nein, 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 das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Kannst du mal gucken. Zufällige Opfer. Diese Massaker war nicht Teil des Plans. Sie waren bloß im Weg. Also hat der Glockenmörder sie getötet. Genau wie mich. Ich war auch nur im Weg. Ja, ich bin immer im Weg. So. Ah, guck mal, einer an. Da haben wir doch was.
wahrscheinlich Julias Gedanken. 32 von 38. Ronan ist nicht religiös, genauso wenig wie ich, aber so langsam dringe ich zu ihm durch, was der Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedikt angeht. Es war so erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater McCauley leistet so gute Arbeit in der Gemeinde. Er nimmt wirklich Anteil. All die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe, verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebendigen Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Ja, du hast das Zeug dazu. Mein Sohn geht jetzt zur Thunderschule. Ja, warum nicht, wenn er das Zeug dazu hat? So. Schauen wir mal eben, ob wir hier noch vielleicht irgendwas finden können. Kann ja sein, dass die lieben Entwickler hier irgendwas versteckt haben, aber es sah nicht danach aus. Dann gehen wir mal nach oben, dass wir vielleicht in Joyce Zimmer vielleicht noch was finden. Lalalala. 3F. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Tja, das müssen wir rausfinden. Als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Neuer Hinweis. Er starb, um Iris zu beschützen. Sein letztes Opfer. Ich finde sehr interessant, dass wir sogar auf den Boden stampfen, obwohl wir nur ein Geist sind. Schleicht herum. Katzenspuren. Diese Spuren nach zu urteilen, muss die Katze noch in der Nähe sein. Stampf, 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 stampf. Stampf, 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 stampf. Was haben wir hier? Verschreckt. Rückstand auf fauchende Katze. Etwas hat die Katze erschreckt. Aber was? Weggeworfen. Fallen gelassenes Fotos. Joyce Foto von ihrer Mutter durch den Fall zerbrochen. Entdeckt. Sich versteckend, starrend. Aber von der Augenpartie würde ich sogar sagen, dass es nicht Baxter ist. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Der Mörder wurde vom Priester auf den Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt, das Foto. Also von der Augenpartie würde ich sagen, na jetzt wieder schon, oder? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Jetzt müsste man so ein Foto einblenden können von Baxter. Ich glaube nicht, dass es Baxter ist. Ist es vielleicht Rex? Aber was hat Rex mit dem all dem zu tun? Weil Rex wollte ihn ja eigentlich schon von Anfang an töten, weil wir ja quasi der Grund dafür sind, dass Julia, also die Schwester, quasi umgebracht worden ist. Oder gestorben ist. Was hat der Mörder hier oben getan? Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein und sie hat Ecken und Kanten, aber das Zimmer wird dir gefallen und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus.
Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Boah, der muss wohl eine Kraft haben. Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Ja. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Ursprünglich Seal Joy. Der Mörder kam wegen Joy her, tötete aber Iris, als er sie entdeckte. So, gerade hatte ich schon wieder irgendwie... Okay, ich... Achso, das war das vielleicht gewesen. Miau. Hey, warte mal. Bleib hier. Ruhig, Kätzchen. Ganz ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Was zum Teufel war das? Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Ja. Fallen gelassener Gegenstand. Der Mörder hat etwas in den Luftschacht fallen lassen. Für meine Ansicht sah es so ein bisschen nach einem aus. Aus. Nein. Nach dem Schlüssel sah das aus. Was ich da gesehen hatte. Kann ich auch in die Ego-Perspektive wechseln? Boah, das wäre das cool. Natürlich. Er lässt den Schlüssel da fallen oder den Gegenstand. Und der Gegenstand liegt natürlich nicht da, sondern liegt kilometerweit weg. Ist. Danke für die Hilfe. Ein mysteriöser Schlüssel. Ich kenne dieses Haus. Ich nicht. Wo ist denn das? Haus des Urteils ist das. Stimmt, doch. Ich kenne dieses Haus auch. Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Versteck des Mörders. Das historische Haus des Urteils. Aus dem Gemälde im Museum scheint das Versteck des Mörders zu sein. Dann sollten wir mal ganz schnell dorthin. Alles klar, ich habe schon gehört. Ja, machen wir das doch. So. Aber wir haben wieder... Wir haben wieder Besuch da unten. Sieht aus, als wäre das nur einer. Das wäre natürlich supi. Uah, lauf doch mal. Alter, das glaube ich doch jetzt nicht. Wo ist er? Was macht der da unten? Wie soll man den denn kriegen? Oh, bitte seh uns nicht. 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 Vernichten. Finish him. Kamera? Ciao. Aua. Aua. Wo soll ich denn hinflüchten? Hier ist nichts. Hallo? Toll. Was ein dämlicher Dämon. Wahrscheinlich wieder so ein Franzose. Mann, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein. Aua, ich bin gleich tot.
Wo ist er hin? Toll. Da ist aber eine dämliche Ecke jetzt hier, ne, wo man sich nicht verstecken kann alles, ne? Das ist ein bisschen dumm gemacht, finde ich. Jetzt aber. Auf geht's. Finishen! Nein, es reicht nicht. Verdammt. Du siehst mich nicht. Doch, siehst du. Ciao. Was ist denn das? Wenn dein Dämonen dich aus den Augen verlieren, dann sucht er dich. Interessiert mich nicht. Was ein Kackdämon, ey. Ich glaub das nicht. Das ist aber eine dumme Ecke, ne? So, jetzt aber. Round 3. Fight. Finish him. Warum krieg ich den? Alter, fick dich. Du scheiß Kackspiel. Fick dich, du scheiß Kackspiel. So, du kannst mich mal. Mann, der soll mich in Ruhe lassen. Das glaube ich jetzt nicht. La 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 la. Das können wir den ganzen Tag schon spielen, ist mir egal. Gott sei Dank, meine Güte. Bloß in Ruhe, du Vollpfosten. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal zurück, ne? Dem Kerl ist nichts heilig. Ich frage mich gerade, wo wir hin müssen und was unser Ziel war. Verlass den Dachboden, ist Quatsch. Können wir denn die Kirche verlassen? Dann müssen wir jetzt zu dem Haus, ne? War doch richtig, oder? Hallo, ihr Dämönchen. Popönchen. Wie komme ich denn an euch vorbei? Ja, super. Gar nicht, oder wie? Ciao. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Toll. Soll abhauen. Ciao. Wo? Erstmal raus hier. Alter, diese Kackdämonen. Unglaublich. Hoffentlich müssen wir nie wieder in die Kirche. Mach deinen Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Der Mörder war hinter dir her. Was ist passiert? Stelle hat er vergessen zu sagen. Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheit, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin?
Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ob das so klappt. Joy ist sicher in Haft. Rex nimmt Joy in Haft. Ich weiß, es ist hart, deine Freiheit zu verlieren, aber immer noch besser als sein Leben zu verlieren. Da hatte wohl recht. Haus des Urteils in 105 Metern. Und diese 105 Meter gehen wir in einer weiteren Folge Murder Soul Suspect und ich schalte dann wieder fleißig ein bei der Folge hier. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.